Wie aber werden die Reichen vom Finanzamt geprüft? Steuern müssen in Deutschland gleichmäßig erhoben werden, so fordert es das Gesetz. Der Bundesrechnungshof hat bei einer internen Untersuchung festgestellt, dass davon längst nicht mehr die Rede sein kann. Nur 15% der Millionäre werden in Deutschland richtig geprüft. Ein Finanzamt prüfte keinen seiner 100 Millionäre. Der Staat verliert geschätzte 70 Milliarden Euro im Jahr. Ein Finanzbeamter, der lieber anonym bleiben möchte, berichtet aus der Praxis. Es gibt sogar Einzelanweisungen von Vorgesetzten, dass Prüfungen ab einem bestimmten Mehrergebnis, also nachzuzahlende Steuern, zum Beispiel ab 100.000 Euro, abgebrochen werden. Es ist nicht gewollt, weiter zu bohren, obwohl da manchmal Millionen drin gewesen wären. Es geht in den Finanzämtern mehr um die Erledigung vieler Fälle, also Quantität statt Qualität der Prüfungen. Oder man will attraktiv bleiben für Unternehmer, dass sie nicht abwandern. Für mich als Betriebsprüfer ist das eine ständige soziale Grätsche. Man verlangt von uns Beamten zuzusehen, wie man Unternehmer und Reiche entkommen lässt. Die Arbeitnehmer dagegen zahlen immer fleißig Steuern.